Ich muss euch gestehen, dass die Lesung aus dem Epheserbrief ist eine meiner Lieblingslesungen, weil ich mag aufregende Texte. Und das ist einer der Texte, der, wenn ihr heute in Österreich unterwegs wäret oder zumindest in Westeuropa, der wird oft ausgelassen, weil er so aufregend ist und sehr oft missverstanden wird. Ich will nicht darüber jetzt heute sprechen, was Paulus hier über das Verhältnis zwischen Frau und Mann spricht, weil das habe ich schon mehrere Male erklärt. Ein Tipp: Man muss genau lesen, was da drinnen steht. Dann wird man auch verstehen, was Paulus mit der Unterordnung und mit Lieben meint. Aber wenn man solche Texte aufgetischt bekommt, und von dieser Art gibt es nicht wenige in der Bibel, muss man sich an etwas festhalten, was Paulus hier sagt und was wir auch bei den Jüngern heute sehen. Also das Evangelium gibt keine besondere Geschichte her, sondern nur eine Erklärung Jesu darüber, wer er ist und wie die Menschen auf ihn reagieren werden. Und was Jesus sagt, wird sehr vielen zuteil, hier oder dort, in der Nachfolge Christi, oder manche wenden sich der Kirche ganz ab. Weil das, was Jesus ganz am Anfang, also was die Jünger zu Jesus sagen, ist schon in gewisser Hinsicht stimmig. Das ist auch wahr, was die Jünger sagen. Was er sagt, was Jesus sagt, was Gott zu uns sagt, ist unerträglich. Und wenn du auf dein Leben hinschaust und es mit dem Wort Gottes konfrontierst, also mit dem, was in der Bibel steht und was auch durch die Tradition die Lehre der Kirche geworden ist, dann wirst du sehr oft das Gefühl haben, das, was dort geschrieben steht, ist echt unerträglich. Weil das Wort Gottes ist manchmal wie ein Stachel in unserem Leib. Ein Stachel, der nicht loslässt, der dich daran erinnert, dass du vielleicht nicht alles verstehst. Das haben wir auch in dem Eingangslied gesungen. Ich muss ehrlich sagen, ich messe auch den Texten der Lieder, die wir in der Messe singen, nicht so viel Bedeutung zu. Mir geht es mehr um Stimmung. Aber heute trifft der Text des Eingangsliedes auf den Nagel. Wenn wir darum bitten am Anfang dieser Messe, dass Gott unsere Finsternis erleuchtet, die Finsternis unseres Verstandes. Weil dieser Verstand, den wir haben, ist sehr oft verfinstert. Nicht unbedingt durch die böse Welt da draußen, sondern dadurch, dass wir nur Menschen sind. Und das, was Gott uns erzählt, ist manchmal eben unerträglich. Wir verstehen es nicht, sehr oft. Und man kann einen Weg gehen, der von vielen gegangen wird, der aber nicht einfach ist und es auch nicht garantiert, dass man versteht, was Gott mit diesem Wort uns sagen möchte. Wenn du diesen Text aus dem Epheserbrief, das ist das fünfte Kapitel, also ein Teil des fünften Kapitels, wirklich unter die Lupe nimmt und ganz nüchtern betrachtet, dann wird man manchmal erkennen, was der Sinn dieser Weisung von Paulus ist. Sehr oft wird man es falsch verstehen. Wenn du versuchst, das Wort Gottes nur mit deinem Verstand zu begreifen, wenn du es studierst und nachforschst, kann sein, dass du den wahren Sinn erkennst. Aber sehr oft, und das habe ich mit eigenen Augen gesehen, wird man es missverstehen. Weil der Verstand alleine reicht dafür nicht aus. Sonst wäre die Bibel eine Erzählung, in der es viele Fabeln gibt, viele irgendwelche Vorschriften oder Weisungen oder Erzählungen, aber es hätte nicht viel mit deinem Leben zu tun. Und das sieht man, also wenige studieren Theologie, aber bei denen, die Theologie studieren, habe ich es sehr oft gesehen, dass das Studium ohne Glauben nichts wert ist. Also der Abschluss, den man dann macht, ist nicht viel mehr wert als Toilettenpapier.
wenn man nicht glauben kann. Und das sagt auch Jesus, viele werden das nicht glauben können. Und ohne Glauben kann man es nicht verstehen, was Gott uns zu sagen hat. Es gibt aber einen anderen Weg, der sicher ist und der es auch wirklich garantiert, dass wir verstehen, was Gott uns zu sagen hat. Der ist aber nicht so gut abgesteckt mit Sicherungsseilen und mit irgendwelche Zeichen, die uns ganz genau sagen, was wir zu tun haben, wie der vorige. Also das Studium ist einfach. Du bekommst was zu lesen, hast Prüfungen und dann war's. Wenn du es bestanden hast, bedeutet es, du bist den Weg gegangen und hast irgendwelche Weisheit erlangt. Der zweite Weg, von dem ich spreche, ist der Weg des Glaubens. Und das ist das, was Paulus auch in Epheserbrief sehr oft wiederholt, aber hier steht es auch ganz am Ende der Lesung. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Und das weist nur darauf hin, dass das Verhältnis zwischen Mann und Frau sehr viel damit zu tun hat, wie Christus ist, wie Kirche ist. Und man kann es anhand der Geschichte der Kirche sehr gut verstehen. Ihr braucht nur in die Nachrichten schauen, jetzt ist wieder der Missbrauch in der Kirche ein großes Thema. Zu Recht, denn gab es, gibt es auch, immer noch. Und das ist etwas, was für viel Aufregung sorgt, zu Recht. Weil das, was geschehen ist und manchmal immer noch geschieht, sollte nicht geschehen. Wir können uns dafür schämen, was geschehen ist, und das ist auch, glaube ich, das richtige Gefühl, das man da aufbringt. Man kann wütend sein darüber, was geschehen ist, das ist auch in Ordnung. Aber wenn man nur das sieht, was geschehen ist, wird man auch verstehen, was Jesus hier meint, was Paulus hier meint. Wenn wir darauf angesprochen werden, dass wir im Glauben gehen sollen. Leute, die irgendwelche anderen missbraucht haben, sind den ersten Weg gegangen. Die haben ihr Studium abgeschlossen oder manchmal auch nicht einmal das, weil früher war es nicht so gang und gäbe, dass man als Priester irgendwelches Studium abschließen musste. Oder Leute, die wirklich in leitenden Positionen in der Kirche sind, haben irgendwelche Ausbildungen gemacht, haben ihren Job erledigt und trotzdem so sehr gefehlt. Und der Grund dafür ist, dass sie nicht an Christus geglaubt haben. Ich will niemandem was unterstellen. Kann sein, dass in diesen Menschen sich auch ein tiefer Glauben irgendwo verbirgt. Aber wenn man glaubt, bedeutet es nicht nur, dass man irgendwelche Glaubenssätze auswendig kennt, dass man ein gutes Gefühl hat, wenn man betet, sondern es geht darum, wie du lebst. Das ist Glaube, wie ihn die Bibel meint. Wenn du tust, was Gott dir vorschlägt, dann glaubst du. Und es nützt nichts, sich darüber aufzuregen, dass man vielleicht nicht alles in der Bibel versteht. Es steht auch in der Bibel, dass man es nicht verstehen muss und kann. Es geht wirklich darum, den Weg mit Gott zu gehen. Und das ist der einzige Weg, der es garantiert, dass du das erlangst, was Christus uns hier schon verspricht. Die Befreiung von den Sünden. Nicht nur den eigenen, sondern auch die der anderen. Manche versündigen sich an uns. Und die Folgen trägt nicht nur der gesündigt hat, sondern auch du und ich. So wie mit zum Beispiel Missbrauch. Das ist etwas, was die ganze Kirche trifft. Und wenn du den Weg in der Kirche nicht im Glauben gehen kannst oder willst, dann bist du echt arm dran. Aber wenn du daran glauben kannst, was
was Paulus schreibt, dass Christus derjenige ist, der diese Kirche leitet. Und dass, wenn man sich Christus zuwendet und mit ihm diesen Weg geht, das Heil erlangen wird. Wenn du das glaubst, dann mag dich vieles erschüttern. Du magst auch umfallen unter der Last der Sünden, auch der Sünden der Kirche, aber du wirst aufstehen können. Weil es ist nicht so wichtig, was andere tun, es ist nicht so wichtig, was deine Sünden sind, sondern wichtig ist einzig und alleine das, wie wir als Kirche zu Christus halten. Und überall dort, wo die Kirche sich von Christus abwendet, und das ist nicht so selten, wie man denkt, geschehen schlimme Dinge. Weil als Christen haben auch wir Macht über diese Welt, in kleinerem oder in größerem Rahmen. Die Verantwortung für andere, die du in deinem Leben trägst, das ist dein Machtbereich, ob du das so nennen willst oder nicht. Du übst immer Macht über andere aus. Manchmal sehr subtil. Manchmal fühlt man sich dabei sehr kraftlos. Aber du übst immer irgendwelche Macht über andere aus. Und Christus lädt dich, auf diese Machtausübung hinzuschauen. Wie machst du das? Tust du das zum Wohl des anderen in Verbindung mit ihm und Christus? Oder geht es nur um die Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse dabei? Das ist der Unterschied. Und ich glaube, wir müssen als Kirche wirklich umkehren. Und wenn ich sage Kirche, meine ich nicht den Papst und die Bischöfe, sondern jeden Einzelnen. Ich und du müssen umkehren. Von dieser Illusion, dass wir uns die Kirche selber zurechtstricken können, dass wir selber die Kirche leiten können, das können wir nicht. Weil einzig und allein Christus der Herr über die Kirche ist. Und seine Herrschaft ist so anders als das, was du ausüben könntest. Sie ist so anders. Und ich lade dich dazu ein, heute auch diesen Akt zu vollziehen in deinem Herzen, dich wieder einmal neu hinzugeben, Christus, dass er dich, deine Kirche leitet. Und wenn du Kraft dazu hast, dann bete auch für die, die sich verfehlt haben und einen Weg gegangen sind, der grausam ist und manchmal auch abscheulich. Bete darum, dass sie sich zu Christus bekehren. Und das heißt nicht, dass sie keine Verantwortung tragen sollen. Jeder soll sich für seine Sünden verantworten. Und die Bibel verspricht uns auch wenn die weltliche Gerechtigkeit das nicht schaffen sollte, es gibt für jeden von uns irgendwann ein Gericht. Auch für die, die sich verfehlt haben. Und jeder wird für die Sünden büßen müssen. Manche tun das schon hier im Leben und kehren wirklich vom Herzen um. Auf manche wird ein hartes Gericht warten. Aber wir sind nicht dazu da, um über andere zu richten, sondern sie Christus zu übergeben. Und ich lade dich dazu ein, überall dort, wo du siehst, dass jemand in der Kirche fehlt, sollst du es sein oder andere, flüchte dich zu Christus, umarme ihn fest und lasse ihn nicht los. Und wenn du so umklammert an Christus deinen Weg der Nachfolge gehst, dann wirst du nie fehlen. Auch wenn du vielleicht in deinem Leben, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher, auch weiterhin sündigen wirst. Umklammert an Christus wird die Sünde dir nichts anhaben können, weder deine noch die der anderen. Das ist das, was Paulus hier auf sozusagen der bisschen höheren Ebene
vermitteln möchte seiner Gemeinde. Das ist auch das, was Christus im Evangelium zu uns heute spricht. Das ist auch das, was wir im Buch Josua gehört haben. Diese Hinwendung zum Herrn, das ist das, was uns als Kirche immer fehlt. Es wird immer unerfüllt bleiben, weil niemand kann es perfekt machen. Aber das ist auch nicht der Anspruch, sondern es geht wirklich um die Richtung. Was hast du vor deinen Augen, wenn du in dieser Welt lebst? Ist es Gott oder dein eigener Bauch, wie es auch in der Bibel steht? Und mit diesem Bauch ist sehr vieles gemeint. Was hast du vor deinen Augen, wenn du deine Nachfolge lebst?